einem neuen Adventskalender-Türchen. Dieses Mal gestaltet von Lisa und Kathi. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese süßen Rentier-Brownies nachbacken könnt, dann bleibt dran. Um die Rentier-Brownies zu machen, benötigen wir 250 Gramm Zartbitterkuvertüre, 4 Eier, 170 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 130 Milliliter Sonnenblumenöl, 100 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver, rotes Martis, 150 Gramm Vollmilchkuvertüre, Zuckeraugen und zum Schluss Mini-Salzbrezeln. So, als erstes schmelzen wir die Zartbitterkuvertüre. Wir fangen jetzt mit dem Teig an. Und zwar tun wir die Eier in eine Schüssel. Die sind schon drinnen. Dann kommt der Zucker dazu. Und die Prise Salz. Genau, und das wird jetzt schaumig gerührt. Und so sieht der Teig dann verrührt aus. Und jetzt kommt eben das Öl rein. Und die geschmolzene Kuvertüre. Und das Ganze jetzt eben noch einmal verrühren. So sieht der Teig eben verrührt aus. Und jetzt kommt ein halber Teelöffel Backpulver in das Mehl rein. Wird eben nochmal verrührt. Und kommt dann in den Teig. Und jetzt das Ganze noch einmal rühren. Der fertig verrührte Teig kommt dann eben auf ein Backblech, das entweder mit Backpapier ausgelegt ist oder gefettet. Und es verstreicht ihn noch schön, damit es überall gleichmäßig ist. Jetzt kommt das Blech für 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze und bei Umluft 160 Grad. So sieht der fertige Kuchen jetzt aus. Jetzt lasst ihn erstmal ein paar Minuten abkühlen und dann kommt die geschmolzene Vollmilchkuvertüre drauf. Also jetzt haben wir die Kuvertüre auf dem Kuchen verteilt und auch gleich dekoriert, also mit Marshmallows, Schokoladensternchen und natürlich die Augen und die Smarties. Zum Schluss haben die Rentiere noch Hörner in Form von Salzbrezeln bekommen und die anderen Brownies eben noch Lebkuchenmännchen, Mini-Marshmallows und Schokoladensterne. Viel Spaß beim Nachbacken!